Eine Frage. Kommen auch irgendwann mal wieder andere Spiele? Ich meine, Hand schön und gut, aber... Nein! Nur noch Hand! Ja, gut. Dann halt Overwatch. Vor mittlerweile 6 Jahren habe ich Overwatch wirklich gern gespielt, aber dann aus den Augen verloren. Mittlerweile gibt es Teil 2 oder vielmehr, das Spiel heißt einfach jetzt Overwatch 2. Gibt halt jetzt noch mehr Maps und Helden und Overwatch 2 ist Free-to-Play. In dem gleichen Zinnober wie auch andere Free-to-Play-Shooter, sprich Battle Pass mit kosmetischen Unlocks und Zip und Zap. Es bleibt natürlich trotzdem ein super Team-Shooter mit Objective-Based-Modi, auch wenn es mittlerweile auch Deathmatch gibt, das scheint mir bei einem Hero-Shooter nicht so sinnvoll zu sein. Apropos Hero, die Heldenauswahl ist echt groß und reicht vom Schwitzer-Sniper über den Nahkampf-Button-Masher bis hin zum No-Aim-Healer, da ist also für jeden was dabei. Und hey, es gibt auch Fanning! Ihr könnt mit jedem Hero gegen Bots oder auf dem Schießstand trainieren und die verschiedenen Fähigkeiten und Ultimates ausprobieren. Overwatch 2 ist also sehr einsteigerfreundlich. Als Noob startet ihr PvP am besten im Casual-Modus. Es gibt aber auch einen Ranked-Mode, in dem ihr euch bis in die E-Sport-Elite grinden könnt. Overwatch 2 ist also ein klassisches Beispiel für leicht zu lernen, schwer zu meistern. Und es hat einen Vorteil gegenüber Hand. Aus Overwatch hole ich viel mehr Frames raus. Ich habe ja nun schon eine Weile eine GeForce 4090 von Asus, die hervorragende Arbeit leistet, aber selbst mit der komme ich in Hand in WQHD und allen Details nicht konstant auf 360 FPS. Bei Overwatch 2 schaffe ich da sogar mehr, das Ding cappt nämlich erst bei 600 Frames. Und deshalb ist das Spiel ein ideales Testobjekt für einen 360-Hertz-Monitor. In meinem Fall für den P27 AQN von Asus, einem 27-Zöller mit wahnsinnig schnellem WQHD-Display. Noch bis vor kurzem gab es 360-Hertz-Monitore nur in Full-HD. So eine hohe Bildwiederholrate ergibt nur dann wirklich Sinn, wenn der Monitor auch mindestens so viele Bilder pro Sekunde von der Grafikkarte geschickt bekommt. Und das klappt wunderbar mit der GeForce 4090 und Overwatch 2. Overwatch 2 ist außerdem der Vorzeigekandidat für Nvidias Reflex-Technologie. Die habe ich euch schon mal in einem separaten Video vorgestellt. Sie verringert die Systemlatenz, also die Zeit, die PC und Monitor brauchen, um Eingaben eurer Maus auch wirklich umzusetzen, auf ein Minimum. Konkret sind wir da irgendwo bei 8 Millisekunden. Eine schnellere Verbindung zwischen Hirn und Headshot gibt's vermutlich nicht. Deshalb vielen Dank an Asus und Nvidia, dass sie mir diese feine Hardware zur Verfügung gestellt haben. Und vielen Dank an den Hardware-Versand Computer Universe, die mir den Monitor in kürzester Zeit zugeschickt haben. Die haben auch gerade eine 10-Euro-Gutscheinaktion und außerdem tägliche Sonderdeals. Wer ein richtiger Schwitzer ist, der braucht halt auch eine Waschmaschine. Den Link zum Shop findet ihr unterm Video. Was Overwatch 2 angeht, bin ich weit vom Schwitzer entfernt. Deshalb starte ich erstmal im Casual-Modus und mit Schützenhilfe. Der liebe Gordon spielt nämlich auch mit. Meine Heldin ist Moira, die sowohl heilen als auch attackieren kann. Außerdem hat sie eine Art Aim Assist, denn tja, 360 Hertz und Reflex, schön und gut, aber ich kann halt nicht zielen. Moiras Ultimate ist ein kontinuierlicher Energiestrahl, der je nach Ziel heilt oder vernichtet. Also auch da nur wenig Aim Skill erforderlich. So, seid ihr alle. Oh, da kommt der erste schon. Ich brauche einen Moment. Oh. Der heilt da noch ein bisschen rein. Oh, diese Lustkugel hier. Ich den. Oh, der schubst! Diese Kugel ist ja übel. Ja, das ist dein Tank. Wow. Erstmal hier ein bisschen den Damage-Kugel bouncen. Oh, die Kugel macht mir gar keinen Spaß. Ja, die ist der, dieser Hamster, ne? Ja, ja, ja.
wahrscheinlich wenig hier sinnvoll attacken kann. Hier den. Ups. Na komm, der war doch fast tot. Na komm, jetzt. Hey, haben wir auch wieder einen Heiler. So, ich füge dich die jetzt hier weg. Oh, das sieht aber gerade jetzt ganz gut aus. Ja, gerade drängen sich zumindest ein bisschen. Oh oh. Was? Boah. Das war viel Damage. Ja. Fand ich gut. Ach, wo sind wir jetzt hier bei deren Base quasi? Wir müssen zurück zu der Kugel, die wird uns hier Party wagen. Oh! Nur Drachen! Die Kugel ist nämlich schon wieder die wieder hoch. Oh, der Soldat. Das war schon kommen. Ja. Boah, der war ordentlich reingehauen. Oh, jetzt bin ich alleine. Und jetzt bin ich tot. Ich hatte eine M4. Ja. Ganz gut aus. Der ist auch ganz cool, der. Ja, ich habe das. Der ist auch nicht so kompliziert, ne? Ne, die Projektile fliegen schön schnell. Dann hast du noch so einen Granatwerfer dran. Jetzt hier. Boah, dieser Hamsterball, ey. Mega nervig. Ja, komm! No wound is truly mortal. Oh. A sip for the parched. I'm under attack. I must recharge. Hold on. Die Kugel ist mega stark. Oh, Ulti ist auch gut. Ach, haben wir sie jetzt hier gerade wieder vertrieben, ne? Schön. Ah, da kommt der Kugelmann. Der Hamster einfach vorbeigehamstert. Da ist er wieder. Ah, shit. Jetzt schieben sie wieder. Ja, der hat sich jetzt. Sie haben sich irgendwie schön gesammelt und dann kamen plötzlich alle gleichzeitig an. So, stell dir mal schön alle nebeneinander. Es ist keiner mehr da! Es ist keiner mehr da! Nein, ich weiß nicht, ich bin. Wie schnell ist der denn für einen Tank, bitte? Bis ihr dazu kommt. Wir schieben jetzt hier nicht rein. Leider nicht so viel machen. Der Hamsterball, ey. Heilen Sie. Ja, immer diese Schadenskugel rein in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt und dass sie schön bounce. Da bounce sie schön. Oh.
jetzt nicht. Jetzt haben wir aber gerade zumindest wie sie mal eine Weile an der gleichen Stelle gehalten. Ja. Ja, die sind schön einzeln immer gekommen. Mhm. Aber jetzt ist vorne keiner mehr. Jetzt sind alle tot. Von links. Kugel ist übel. Oh, die Ult. No. Oh. Ich krieg den nicht mal mit der Ult kaputt. Ja, jetzt ist er gestorben. Hier geblieben. Uff, das war intens. Mhm. Hast du mal Hilfe für mich? Ja. No wound is true. Ach, du bist jetzt. Ich hab einmal wechseln, ja. Oi. Was ist das? Ist das wieder ein Scheiß? Oh, ist einer direkt hinter dir. Oh, der Hamster sitzt da einfach in der Ecke. Der Hamsterball ist so übel. 60 Sekunden. Ah, das ist so knapp. Nein, oh, falsche Kugel geschossen. Lass den. Was kommt hier nochmal, der? Oh nein, ich bin direkt. Ich hab direkt an dem Drachen. Oh, wie knapp ist das? Reiß die Gold noch! Oh, hier kommt er wieder. Zumindest den Lucio gefällt. Ja, das sieht doch jetzt auch ganz gut aus. Jetzt kommt! Oh nein, der Hamster! Ulti! Nein, es ist Overtime! Ich krieg ihn nicht weg. Boah, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Oh nein! Ich bin down! Mercy muss mich holen. Dieser Hamsterball, ey. Kann ich mal wieder mitmachen hier? Nee! Oh, wo ist der? Oh! Oh Gott, wie knapp, ey. Oh. Aber der Hamsterball, ey. Ja, der war richtig gut. Oh. Ach ja, schau mal. Name ist zwar falsch, aber. Das war richtig, Platz. Das reicht. Ja, das stimmt. Immerhin. Die Moira-Ult ist so cool. Das ist wirklich einfach nur. Bratz. Und heilen und killen gleichzeitig. Gefällt mir gut. Das war jetzt also unranked. Ich möchte aber auch noch competitive ausprobieren, sprich ranked, denn ich glaube, da sind die Leute so ein bisschen anders drauf. Man muss dafür auch erstmal, glaube ich, 50 Matches gewinnen, um überhaupt ranked spielen zu können. Das habe ich zum Glück schon geschafft. Und ich habe mir extra mein Competitive Shirt angezogen, denn ich habe vor Jahren beim Overwatch Release Event mitgemacht und da haben wir eben in Teams gegeneinander gespielt und haben diese feinen Leibchen bekommen. Da steht sogar mein Name drauf. Apropos Name, aus irgendeinem Grund werde ich mir selbst hier mit diesem Namen angezeigt. Alle anderen sehen mich als Tor des Monats, nur ich selbst heißt TOVXYZF. Habt ihr vielleicht gerade im Play of the Match auch gesehen und euch gewundert. Ich wundere mich auch, ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich an der Verknüpfung meines PlayStation-Accounts mit meinem Battle.net-Account. Irgendwas ist dabei schiefgelaufen.
Wenn ihr wisst, wie ich das wegbekomme, sagt gern Bescheid. Ach ja, und wenn ihr wisst, wie ich das wegbekomme, dass ich seit neuestem bei Nvidia Broadcast vor dunklen Hintergründen transparent bin, sagt mir auch da gerne Bescheid. Aber jetzt wird gespielt. Was eine coole Sache ist im Matchmaking, ist, dass ihr die Wahl habt zwischen zwei Queues. Erstmal die Queue, wo ihr jede Rolle spielen könnt und die, wo ihr euch für eine der drei Klassen entscheiden müsst. Bei der Open Queue heißt es, jeder kann jederzeit seine Rolle wechseln. Bedeutet aber auch, dass ihr das Problem haben könnt, dass ihr dann plötzlich nur Damage-Stealer habt oder nur Tanks und gar keine Healer oder irgendwelche Kombinationen. Wenn ihr Role Queue nehmt, dann könnt ihr euch aussuchen, okay, welche Rolle will ich denn spielen? Und dann kriegen eben auch die Rollen, die nicht so beliebt sind, wie jetzt aktuell gerade der Tank, kriegt dann zum Beispiel auch nochmal mehr Battle Pass XP. Und gleichzeitig weiß man, die Rollen, die nicht so beliebt sind, da sind die Wartezeiten kürzer. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, hier ist Support, dann komme ich wahrscheinlich schneller in ein Match. Aber ich will eigentlich auch ganz gerne nochmal den Reaper spielen, der ist Damage-Dealer, also mache ich die beiden rein und dann mache ich ready. Ich bin wieder auf Support-Seite gelandet, das ist aber ganz fein für mich. Ich weiß ja, wie Moira funktioniert, zumindest so im Groben, und ich glaube, im Ranked ist das auch nicht so fair, wenn man sich dann einen Hunter, sag ich schon, einen Helden aussucht, von dem man nicht weiß, wie er funktioniert, denn alle wollen ja irgendwie Punkte machen. Mal gucken, ob ich jetzt welche kriege. Und ich bin vor allen Dingen halt auch gespannt, ob sich das jetzt anders spielt als Casual, weil es ja eigentlich um was geht, zumindest um den Rang. Und das ist schon, das ist sehr schön. Und mal gucken, ob jetzt alle weniger wie vorher einfach reinrennen und sterben oder ob man eher darauf achtet, die anderen eher darauf achten, irgendwie auch wirklich in einem Team zu spielen. Der spricht wohl auch gerade, aber ich habe in-game Voice aus. So, wir müssen jetzt da hinten verteidigen, von daher weiß ich gar nicht so genau. Warum wir so weit vorgehen? Oh, warum laufe ich? Ich laufe mitten in so eine irgendwas rein. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Hä, was war das? Okay. Gut, also laber ich groß rum, macht dann selber als Heiler den Fehler, nach vorne zu gehen. Dauert jetzt auch eine Weile, bis ich da bin. Ja, das ist hier unsere... Upsi! Unsere Heiler-Sniperin. Well, shit. Jetzt haben sie uns hier direkt mal... Ich stehe hier mal. Haben sie uns hier direkt mal vom Spot runtergeschoben. Das wird eng. Ja gut. Wir haben das Ding bekommen. Ah, jetzt kommt wieder. Upsi. Eieiei. Bleibt mal hier hinten. Ja, genau, machen wir schön die Tür wieder zu. Komm mal, Moink. Ich gehe da nicht raus. Du kühlst es hier so ein bisschen. Ah, und schon ist es vorbei. Ich wollte doch noch den Kill machen auf den Tank. Aber ich glaube, der ist jetzt wirklich kaputt gegangen. Hübsch ist das hier. Ich bin hinten.
Ach, jetzt bin ich hier draußen. Will ich ja gar nicht sein. Ich schicke euch mal hier. Das ist doch auch ein Healer. Der muss erstmal weg. Alle müssen weg. Oh, ich muss auch weg. Schade. Was war denn das für ein Ding? Ach, da steigt sie aus. Steigt sie aus ihrem Mac. Und schickt den dann in Selbstmordmission vor. Ja, ich vermisse Glory, Mercy auf unserer Seite. Die ist halt eine richtig starke Heilerin. Aber aktuell kriegen wir das hier, glaube ich, auch ganz gut hin. Ja, Roadhog ist stark, das ist der Schweinemann da. Na, ja, mit dem darf ich mich nicht anlegen. Baut sich das mal über die Ecke. Okay, da reicht meine Reichweite nicht. Da ist er, der Roadhog. Nickel-Typ. Ah, Sleep. Schade. Ich dachte, da war da irgendwer low. Ich dachte, ich kann den da noch kriegen. Progress is seldom won with ease. So, wo seid ihr alle? Jetzt mal Heilung hinschicken. Den nehme ich dann mit. Das ist diese Farah. Genau, die macht. Die macht nämlich übel Damage. Fliegt dann da so oben rum. Och, fliegt da noch mehr oben rum. Das ist schön. Ja, mein Ulti ist auch gleich ready. Weiß aber noch nicht, was ich damit mache. Muss mal abhauen. So, wenn die da mal schön alle nebeneinander stehen, kann ich gleich rein ulten. Ja, das war doch ganz okay. Das war doch ganz okay. Achso. Ein Lastwagen auf den Krankenwagen geschossen. Auf die Feuerwehr! Ui. Okay, das lief doch ganz gut. Da habe ich auch irgendwelche Kills gemacht. Oh ja, so ein bisschen. Okay. Hä? Warum? Ach so, weil einfach die Zeit vorbei war, haben die jetzt einen Punkt bekommen. Und wir müssen jetzt diese Zeit schlagen, beziehungsweise in der Zeit weiterkommen. Und dann haben wir gewonnen. Glaube ich. Weiß es nicht genau. Wir werden sehen. Wir gewinnen einfach. So. Man hätte ich vielleicht doch vorne rausgehen können. Wir machen das mal wieder schön. Achso. Auch so einen Ball geschossen. Sind sie denn alle? Na, stopp!
Das stimmt ja nicht. Ja, jetzt dann. Ah, die macht das Gleiche. Boink. Ja, diese Bälle sind halt lustig. Die bouncen halt so wild in der Gegend rum. Wenn man die in so einen Durchgang reinschießt, wo sie schön hin und her springen können, machen sie halt lange Damage. Nicht viel Damage, aber immerhin. Das hat man da so. Gehen wir erstmal hier rein. Ich sollte vielleicht nicht den Tank fokussen, aber es hat ja funktioniert. So, wir müssen ja gar nicht so weit. 51 Meter? Ja gut. Ist schon weit. Boink. Lalülala. Auch so ein Pokéball. So, jetzt bleibt mal. Lass uns mal das Ding schieben. Ach, so weit müssen wir nur kommen. Und dann haben wir gewonnen. Ja, easy. Victory! Sehr gut. Einzige, was mich halt stört, ist, dass mein Name nicht angezeigt wird. Und dass ich natürlich nicht Play of the Game hatte, aber... Oder of the Match. Okay, ja, das war... Das war schön. Sehr gut. Aha. Ich muss also alle 5 Matches, oder ich muss 5-mal gewinnen, dann passiert dann was. Dann gewinne ich schnell nochmal. Es geht weiter für mich als Supporter und damit als Moira. Und das ist jetzt ein cooler Modus, da müssen wir einen Roboter begleiten, während der so ein Hindernis zur Gegnerbase schiebt. Also die Modi sind alle echt cool. Die Skins sind auch alle echt cool. Wie ist der denn aus? Ja. Könnte man so auch in Hand treffen. So. Oh, geht ja schon gleich los. Naja, gleich ist übertrieben. 5, 4, 3, 2, 1. Moink. So, wir müssen also jetzt zu diesem Roboter hin. Übrigens in Rom, wie man vielleicht sieht. Und dann schiebt man den die Straße runter. Bis zum Gegner. Da klettert einer rechts vorbei. Komm, den kriegen wir doch jetzt platt. Auch die haben jetzt den Panzer geschoben. Das gilt so nicht. Oh, schiebt. Schiebt. Mhm, fein. Dann kriegt er auch direkt mal ein bisschen Damage mit meiner lila Lustkugel. Jawollo. Oh. Fast verpasst. Hier braucht jemand hier. Oh, guck mal, hier vorbeigeflogen. Shit, aua. Wegfliegt er. Viel weiter, Roboter. Ja, manchmal deinen sie aber schon. Und der ist doch kaputt. Komm jetzt aber. Jawohl. Weiter schieben. Also einer muss doch immer bei dem bleiben. Oder läuft der alleine weiter? Ich lasse es jetzt mal nicht drauf ankommen. Ich bleib bei dem.
Hallo. So, ist doch schön. Ich spiele mal eine Heilungskugel. Der fährt jetzt da lang. Ups. Oh. Wollte gerade sagen. Au. Die ist sehr mächtig explodiert. Das hätte mir was sagen sollen, dass da so ein Lichtball gibt. Das hätte mir wohl sagen sollen, weg da. Aber wenigstens nochmal schön reingeleuchtet. Ja, das Geile an Moira ist halt, die macht Damage und macht Heilung. Das heißt, Punkte kriegt man da schon gut hin. Den Heilungsball hingeschickt. Das hat wohl nicht gereicht. Upsi. Safe. Ja, jetzt bin ich auch alleine hier. Jetzt muss ich nach hinten abhauen. Ja, aber das ist der Unterschied zum Casual Play. Die Leute sammeln sich schon eher, anstatt blind reinzurennen. Mittlerweile läuft er erstmal alleine. Dort, genau. Geh mal schön um. Jawohl. Weil er jetzt hier schon mal war. Ach, der hat das Hindernis schon weitergeschoben. Okay. Deshalb ist er jetzt hier schneller. Verstehe, ja, das ist ganz cool. Da kommt Chris hier. Schieb rein da. Oh, sind wir schon gleich da? Oh, wir sind da! Au! Oh, jetzt kommt der da. Das war schön. Oh, unser Reinhard ist ja auch so schön. Sehe ich jetzt erst. Den habe ich gar nicht gesehen. Na gut, er ist unsichtbar. Und war der in unserem Team? Ja, muss wohl. Okay. Ja, die Explosion habe ich gesehen. Ja, nice. Schön. Schönes Spiel. So, und sehe ich jetzt den Unterschied zwischen 360 Hertz und den 240 Hertz, die ich bislang gewohnt bin? Ganz ehrlich, nein. 240 Hertz, das ist schon so eine hohe Bildwiederholrate. Wenn man da noch den Unterschied zu 360 Hertz wahrnehmen kann, dann gehört man wahrlich in den E-Sports-Bereich. Und dann sind natürlich auch so Features wie Reflex Wahnsinn, weil man dann ja wirklich die Verbindung zwischen Hirn und Maus und Monitor perfektionieren kann. Ich als echt Casual-Shooter-Spieler, ich merke da den Unterschied nicht. Aber wer jetzt gerade auf der Suche nach einem Monitor ist, warum dann nicht gleich bei 360 Hertz einsteigen? Und wenn ihr einen Hardware-Händler braucht, eures Vertrauens oder meines Vertrauens, dann schaut doch mal bei Computer Universe vorbei. Wie gesagt, die haben auch immer täglich Deals, da könnt ihr euch bestimmt was abholen. Muss ja auch keine Waschmaschine sein. Wobei, vielleicht doch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, für Daumen nach oben, für Kommentare, für Abos. Dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Das wird vielleicht wieder Hans Showdown. Man weiß es nicht. Man weiß nur, ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.